Heute schauen wir uns ein Bild an. Dieses Bild ist von einem berühmten Künstler gemacht, und der heißt Max Bill. Ja, ich habe hier natürlich nicht das Originalbild von Max Bill, sondern das ist einfach einmal ausgedruckt. Und die Farben sehen vielleicht ein bisschen anders aus als bei euch. Aber mich interessieren heute vor allem die Anteile, die verschiedenen Farben und Formen in diesem Bild haben. Schauen wir uns das mal an. In diesem Bild gibt es kleine Rechtecke, wie zum Beispiel dieses orange kleine Rechteck, dieses weiße kleine Rechteck, dieses lilane oder dieses blaue. Es gibt gleichschenklige Dreiecke, wie dieses zum Beispiel. Oder dieses, dieses oder dieses. Das findet man tatsächlich hier auch nochmal. Dann gibt es solche Spitzendreiecke wie dieses hier. Die haben einen rechten Winkel, aber sie sind nicht gleichschenklig, sondern haben eine lange und eine kurze Seite. Ja, und dann gibt es nochmal diese Dreiecke. Davon gibt es zwei Stück, ein weißes und ein lilanes. Und das sind stumpfwinklige Dreiecke, die ja, hier zusammen einen Anteil des Bildes bilden. Naja, wir wollen mal schauen, wie groß der Anteil dieser einzelnen Formen eigentlich ist. Ich fange mal an mit einem kleinen Rechteck. Dieses hier. Die Frage ist jetzt, wie viel ist dieses kleine Rechteck als Anteil von dem gesamten Bild? Dafür schaue ich mir das Bild nochmal an, aber ich habe es jetzt hier schon so ein bisschen gefaltet. Und zwar habe ich es einmal so gefaltet. Und noch ein weiteres Mal. Und noch ein weiteres Mal. Und noch einmal. Jetzt habe ich das ganze Bild zusammengefaltet. Und das zusammengefaltete Bild, ja, hat die gleiche Größe wie das blaue Rechteck. Jetzt schauen wir mal, wie viel von diesen Teilen auf dem ganzen Bild verteilt sind. Man sieht jedenfalls, dass das blaue Rechteck hier in dieser unteren Reihe viermal enthalten ist und hier an der Seite auch viermal. 4 mal 4 ist 16, also kann man das ganze Bild in 16 Teile zerlegen, die alle so groß sind wie das blaue Rechteck. Ein blaues Rechteck ist also ein Sechzehntel. Des ganzen Bildes. Schauen wir uns als nächstes eins der rechtwinkligen Dreiecke an. Ich betrachte mal dieses Dreieck hier oben in der Ecke, das in der Farbe Orange. Und ich gucke mal, wie groß das eigentlich ist. Ich kann eine Ecke abschneiden und kann diese Ecke an dieser Stelle wieder anbauen. Jetzt sehe ich, dass das orangene Dreieck sich in ein Rechteck verwandeln lässt, was ja genau ein Sechzehntel war. Wenn ich nur die Spitze abschneide und umsortiere, dann hat sich die Fläche nicht verändert. Das heißt,
Mein Rechteck ist auch genau ein Sechzehntel groß. So, ich mache das nochmal rückgängig und schreibe drauf ein Sechzehntel. Was haben wir noch in unserem Bild? Nun, es gibt das spitze blaue Dreieck. Schauen wir uns mal das spitze blaue Dreieck an. Bei dem kann ich einen ähnlichen Trick machen, wie eben bei dem orangenen Dreieck. Wenn ich die Spitze abschneide, kann ich sie an das Dreieck anbauen. Und bekomme eine Form raus, die wieder ein Rechteck ist. Und wenn ich vergleiche, ist sie genauso groß wie mein ursprüngliches kleines Rechteck, also ein Sechzehntel. Ich betrachte das stumpfe Dreieck in Weiß. So, was kann ich denn aus dem machen? Auch das stumpfe Dreieck lässt sich zerschneiden, aber diesmal in drei Teile. Aus diesen drei Teilen kann ich wieder ein Rechteck zusammenbauen. Ich nehme die beiden Stücke mit dem rechten Winkel und jetzt fehlt da noch ein Stück. So, die Spitze passt genau hier rein und ich sehe auch, das stumpfwinklige Dreieck hat die Fläche von einem Sechzehntel des ganzen Bildes. Schauen wir uns das ursprüngliche Bild nochmal an. Jedes Rechteck ist ein Sechzehntel. Insgesamt gibt es vier dieser kleinen Rechtecke, also zusammen vier Sechzehntel. Vier Sechzehntel sind aber ein Streifen, wenn ich so klappe. Und ihr seht, 1, 2, 3 und 4. Und ein senkrechter Streifen ist ein Viertel des ganzen Bildes. Vier Sechzehntel. Die vier Rechtecke ergeben also zusammen ein Viertel. Zählen wir mal die rechtwinkligen Dreiecke durch. Da haben wir 1, 2, 3, 4 und noch 1 und noch 1. Also 6 Sechzehntel. 6 Sechzehntel für die rechtwinkligen Dreiecke. Nun ist die Frage, wie viel sind denn 6 Sechzehntel? Zwei dieser Sechzehntel ergeben ein Quadrat. Das Quadrat passt wiederum 8 mal auf das ganze Bild. 4 oben und 4 unten. Also ist ein Quadrat ein Achtel des ganzen Bildes. Zwei Dreiecke ergeben ein Achtel, vier Dreiecke zwei Achtel und diese beiden kann ich auch zusammensetzen zu einem Quadrat, also drei Achtel. Drei Achtel für die rechtwinkligen Dreiecke. Schauen wir uns die Spitzendreiecke an. 1, 2, 3, 4. Vier Stück. Jedes ist ein Sechzehntel groß. Also haben wir vier Sechzehntel für die Spitzendreiecke
Und das ist ganz genauso viel, wie wir für die Rechtecke hatten, nämlich ein Viertel. Man kann auch sehen, dieses Stück hier, das ist hier einmal, dann gibt es das gleiche Stück hier nochmal. Und diese beiden kann man zusammensetzen, dreimal, diese beiden viermal. Ein Viertel also für die Spitzendreiecke. Jetzt fehlen uns nur noch diese beiden. Wir haben aber ja gesehen, dass dieses schiefe, stumpfwinklige Dreieck auch ein Sechzehntel ist. Das haben wir zweimal, also zwei Sechzehntel. Zwei Sechzehntel sind so viel wie diese beiden oder auch wie diese beiden, also ein Viertel des ganzen Bildes. Wie ist das mit den Farben? Orange tritt viermal auf, vier Sechzehntel ist also ein Viertel. Blau tritt viermal auf, lila tritt viermal auf und weiß tritt viermal auf. Also ist jede Farbe mit einem Viertel auf dem Bild vertreten. Fassen wir nochmal zusammen, was wir über das Bild herausgefunden haben. Auf dem Bild sind vier Farben vertreten, zum Beispiel Orange. Jede Farbe kommt viermal vor und jedes Teil ist ein Sechzehntel. Jede Farbe hat also vier Sechzehntel von dem ganzen Bild oder auch ein Viertel. Schauen wir uns die Formen an. Das kleine Rechteck ist ein Sechzehntel des ganzen Bilds und es tritt viermal auf. Vier Sechzehntel für das kleine Rechteck, das ist ein Viertel des ganzen Bilds. Dann gibt es das gleichschenklige Dreieck. Das gleichschenklige Dreieck tritt sechsmal auf. Sechs Sechzehntel für das gleichschenklige Dreieck und sechs Sechzehntel ist das gleiche wie drei Achtel oder drei der Quadrate. Jetzt gibt es noch das rechtwinklige Dreieck mit den verschiedenen langen Seiten. Das tritt viermal auf. Auch bei dem haben wir herausgefunden, dass es ein Sechzehntel der ganzen Fläche einnimmt. Also vier Sechzehntel für das rechtwinklige Dreieck mit den verschiedenen langen Seiten. Das ist auch ein Viertel des ganzen Bilds. Und jetzt bleiben noch diese beiden hier übrig. Zweimal ein Sechzehntel. Und das ist zusammen genau ein Achtel. Weil, ihr seht ja, hier unten, das ist ein Viertel des ganzen Bilds. Wenn man das Quadrat wegnimmt, das man aus diesen beiden rechtwinkligen Dreiecken zusammenbauen kann, die gleichschenklig sind, dann bleibt von diesem Viertel die Hälfte übrig, das ist ein Achtel, und das teilen sich diese beiden Dreiecke.